Am vierten Spieltag der Bundesliga empfängt die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag Borussia Dortmund. Im Spox Live-Ticker gibt es die aktuellsten News und alle Geschehnisse zum Spiel. Bereits im Vorfeld der Partie gibt es hier die aktuellsten News zum Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund. Ab 15 Uhr wird das Spielgeschehen im Live-Ticker begleitet. TSG 1899 Hoffenheim gegen BVB Borussia Dortmund im Live-Ticker 14.35 Uhr. Noch ist nicht bekannt, weshalb Götze nicht im Kader steht. Sobald es Updates zur Nichtberücksichtigung des Mittelfeldspielers gibt, erfahrt ihr sie hier. Hoffenheim gegen BVB heute live. Aufstellungen sind da 14.31 Uhr. Lucien Favre hat seine Aufstellung bekannt gegeben. Mario Götze ist nicht im Kader. Diese 11 Spieler beginnen stattdessen. BVB, Birki, Piszczek, Akanji, Jallo, Schmelzer, Dahoud, Witzel, Kagawa, Wolf, Reus, Pulisic. Hoffenheim, Baumann, Vogt, Bikacic, Postkader, Abelk, Zuba, Grilitsch, Schulz, Brennett, Kramarik, Joe Linton. Hoffenheim gegen Dortmund, TSG vs. BVB im TV und Livestream sehen. Hier in Deutschland hat der Pay-TV-Sender Sky die Exklusivrechte für die Übertragung der Bundesligaspiele, die samstags um 15.30 Uhr beginnen. So zeigt Sky auch die Partie zwischen Hoffenheim und Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga 2. Sky begleitet das Duell zwischen Hoffenheim und Dortmund mit folgender Besetzung. Moderation, Britta Hoffmann, Experte, Christoph Metzelder und Rainer Kallmund, Kommentator, Wolf Fuß, Einzelspiel, Martin Groß, Konferenz, TSG Hoffenheim vs. BVB, Dortmund in der Liga ungeschlagener BVB ist erfolgreich in die noch junge Saison gestartet, in den ersten drei Spielen musste die Borussia noch keine Niederlage hinnehmen und steht vor dem vierten Spieltag mit 7 Punkten auf dem zweiten Platz. Einzig Bayern München hatte vor dem Wochenende die maximale Punkteausbeute auf dem Konto. Die TSG hingegen bereits 2 Bundesligaspiele verloren. Zum Saisonstart setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Am vergangenen Wochenende verlor Hoffenheim mit 1:3 gegen die Bayern. Am zweiten Spieltag fuhr die TSG einen Dreier gegen Freiburg ein. 1899 Hoffenheim gegen BVB, der Schiedsrichter. Das Duell der Champions League Clubs wird heute geleitet von Harm Osmers. In Köln fungiert Christian Dingert als VAR. Das weitere Gespann: Linienrichter Thomas Borniak, Linienrichter Arne Arning 4. Offizieller, Raphael Volten. 1899 Hoffenheim gegen BVB, die voraussichtliche Aufstellung in 1899 Hoffenheim, Baumann, Bikacic, Vogt, Akpoguma, Kader, Abelk, Grilic, Demirbay, Zuba, Joe Linton, Schalai, Kramarik, Borussia Dortmund, Birki, Piszczek, Akanji, Jallo, Schmelzer, Dahoud, Witzel, Delaney, Pulisic, Philipp, Reus. Hoffenheim gegen BVB, Streit zwischen Hopp und Dortmund-Fans geht weit. Eher der Streit zwischen dem TSG-Metzen Dietmar Hopp und den Fans von Borussia Dortmund geht in die nächste Runde. Hopp hatte 30 BVB-Anhänger wegen Beleidigung angezeigt. Nun hat sich das Fanbündnis Südtribüne Dortmund zu Wort gemeldet. Wir sind ja inzwischen viel Absurdes gewöhnt, aber wenn unliebsame Gesänge schon genügen, um Leute auszusperren, können wir uns wirklich nur noch an den Kopf packen, heißt es in dem Statement. Hier geht's zur ausführlichen News. TSG gegen BVB am vierten Spieltag der Bundesliga, die Tabelle vor dem Wochenende, Platz Team SP. Tore Diff. 1 Bayern München 3:9:2:7:9, 2. Borussia Dortmund 3:7:2:5:7:3. Wolfsburg 3:7:4:3:7, 4. Hertha BSC 3:5:2:3:7:4. Borussia Mönchengladbach 3:5:2:3:7:6. 1. FSV Mainz 0:5:3:4:2:2:7:7. Werder Bremen 3:4:3:1:5:8. Fortuna Düsseldorf 3:4:4:0:4:8.
FC Augsburg 3-4-4-0-4-1-0. RB Leipzig 3-5-7-2-4-11. TSG Hoffenheim 3-5-6-1-3-12. Eintracht Frankfurt 3-4-5-1-3-13. Hannover 9-6-3-3-4-1-2-1-4. 1 FC Nürnberg 3-2-3-1-2-15. SC Freiburg 3-4-8-4-1-16. VfB Stuttgart 3-3-7-4-1-17. Schalke 04-3-2-6-4-0-18. Bayer Leverkusen 3-2-8-6-0. Hoffenheim empfängt Dortmund. Tore und Highlights. Auf dessen war das Spiel nicht live sehen kann, kann sich rund 40 Minuten nach Abpfiff auf DRZN die Highlights anschauen. DRZN ist ein Streamingdienst, der neben den Highlight-Rechten zur Bundesliga und zweiten Liga auch Live-Übertragungen aus der UEFA Champions League, UEFA Europa League, Primera Division, Serie A und Liga 1 im Angebot hat. Nach dem Probemonat kostet die Mitgliedschaft 9,99 € im Monat. BVB, auch Dortmunds Reserve im Einsatz. Bereits um 14 Uhr spielt die U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga West gegen den 1. FC Kahn-Marienborn. Während der BVB im oberen Drittel steht, liegt Kahn-Marienborn auf dem letzten Platz der Tabelle.